Franz von Worringen Das weiße Reh. Gelesen von Jasmin Stab. Es war einmal ein Prinz, der war so schön und so stark und so mutig, wie es sich für einen Prinzen geziemt. Er war zwölf Jahre alt und konnte schon auf einem wilden Ross ohne Sattel reiten und sich damit herumtummeln, dass die Steine umherflogen. Und die Lanze konnte er werfen und auf dem Jagdhorn blasen. Das war alles recht seine Freude. Wenn er aber müde war, dann saß er gern bei seiner Amme im Kämmerlein und ließ sich wunderbare Geschichten erzählen. Deren wusste sie genug. Weil er sie so lieb hatte, war sie im Schloss geblieben, als er größer geworden war. Das hatte der König erlaubt, weil seine Mutter, die Königin, bei seiner Geburt gestorben war. Eine Geschichte gefiel ihm besonders. Die musste die Amme oft erzählen, und er wollte immer mehr davon wissen. Das war die Geschichte von der verzauberten Prinzessin. Vor vielen hundert Jahren, so erzählte die Amme, da lebte einmal eine stolze Königin, ich weiß nicht wo, die hatte eine wunderschöne Tochter und eine Stieftochter, die war ebenso schön. Die Leute wussten gar nicht, welcher sie den Vorzug geben sollten. Darum konnte die Königin ihre Stieftochter nicht leiden. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn ihre rechte Tochter alle Ehre allein gehabt hätte. Wenn fremde Prinzen kamen, um eine davon zur Braut zu begehren, dann wussten sie nicht, welche sie wählen sollten. Wenn sie die eine sahen, dann dachten sie, diese ist es. Aber dann kam die andere und sie dachten, nein, es ist diese. Am Ende konnten sie sich zu keiner entschließen. Sie seufzten und klagten eine Zeit lang und dann gingen sie wieder fort, um sie alle beide zu vergessen. Darüber erzürnte sich die Königin. Wenn meine Stieftochter nicht wegkommt, dachte sie, dann wird meine Tochter niemals einen Mann bekommen. Die zwei Prinzessinnen hatten sich in ihrer Jugend immer lieb gehabt. Als aber die Prinzen kamen und es ihnen so übel erging wegen ihrer Schönheit, da wurde die Tochter der Königin eifersüchtig auf ihre Stiefschwester und tat ihr manches Leid an. Die Königin hatte auch noch drei Söhne, die waren so stolz und so böse wie ihre Mutter, und sie hassten ihre Stiefschwester. Einmal in einer Nacht weckte die Königin ihre Söhne und sagte zu ihnen, ich habe eurer Stiefschwester einen Schlaftrunk gegeben. Kommt und nehmt sie aus ihrem Bett und werft sie in den Brunnen, dann sind wir ihrer los. Die drei bösen Prinzen waren alsbald bereit. Sie standen auf und nahmen die arme Prinzessin aus ihrem Bett. Und sie erwachte nicht, weil sie den Schlaftrunk bekommen hatte. Sie trugen sie hinunter in den Hof und da warfen sie sie in den Brunnen. Das war ein schauerliches Werk in der dunklen Nacht. Die Königin stand dabei. Sie hörten den schweren Fall in das Wasser. In der Nacht konnten sie nicht mehr schlafen. Immer und immer wieder hörten sie das Rauschen des Wassers. Und das war schauerlich. Aber es war geschehen. Am anderen Tag hörte es die andere Prinzessin, der jüngste Bruder, der hatte die Tat bereut und erzählte es ihr. Sie erschrak bis ins Herz, und wenn sie gleich eifersüchtig auf ihre Schwester gewesen war, so weinte sie doch und klagte, denn den Tod hatte sie ihr nicht gewünscht. Sie saß den ganzen Tag an dem Brunnen und sah in die Tiefe hinab aber es war ganz dunkel darin. Lasst sie nur sitzen, sagte die Königin, sie wird es endlich wohl müde werden. Aber sie blieb sitzen, auch als die Nacht kam und alle zu Bett gegangen waren. Und als nun alles still war und tiefe Nacht, da auf einmal hörte sie das Wasser in dem Brunnen rauschen, und ein Schrecken überfiel sie. Eine weiße Gestalt stieg empor. Das war aber nicht ihre Schwester. Das war die Wassernixe, die in dem Brunnen wohnte. Von der hatte niemand etwas gewusst. Sie berührte die Prinzessin mit einem weißen Stäbchen. Da fiel sie in Schlaf. Darauf ging die Nixe in den Palast hinein. Und kam an das Bett der Königin und berührte sie mit dem Stäbchen und ging dann zu den drei Prinzen und berührte sie. Endlich kam sie wieder zu ihrem Brunnen und da schwang sie noch einmal ihr Stäbchen und sprach. Alle Tage, alle Stunden liegt in Zauberschlaf gebunden. Wachet auf um Mitternacht wo ihr schnöden Mord vollbracht. Rehlein springt im Walde scheu, grimmig ist der starke Leu, falsch der Wolf und wild der Bär, listig kriecht die Schlange umher. Das war ihr Zauberspruch, und seitdem liegen sie im Zauberschlaf, die Königin und die drei Prinzen und die Prinzessin. Aber um Mitternacht erwachen sie, und die Königin verwandelt sich in eine Schlange und bewacht das Schloss. Der eine Prinz wird ein Löwe, der andere ein Bär, und der dritte ein Wolf. Und sie streifen durch den Wald, und was ihnen lebendiges begegnet, das bringen sie um. Die Prinzessin aber verwandelt sich in ein weißes Reh. Und springt herum und schaut nach allen Seiten, ob niemand kommt, der Mut genug hat, sie zu erlösen. Der muss aber mit ihren Brüdern kämpfen. Und das ist ihre Strafe, dass sie niemanden in das Schloss lassen dürfen, obgleich sie gern erlöst sein möchten. Ehe es aber Tag wird, müssen sie alle in das Schloss zurückkehren. Und da verwandeln sie sich wieder und schlafen ein, bis es wieder Mitternacht ist. Bei Tage aber kann niemand das Schloss finden. Das hat gedauert und hat gedauert lange Zeit. Das Schloss ist zerfallen und ist vielleicht nichts mehr davon übrig. Und man weiß auch nicht mehr, wo es gestanden hat. Das war die Geschichte, die von allen Geschichten der Amme dem Prinzen am besten gefiel. Er meinte immer, die Geschichte wäre noch nicht aus, denn es könne doch nicht immer und immer so dauern mit der Verzauberung, und endlich müsste ein tapferer Prinz kommen und die Prinzessin erlösen. Ja, sagte dann die Amme, davon habe ich nichts erfahren. Ich habe nur gehört, dass vor alten Zeiten mancher Prinz danach ausgezogen ist, das Abenteuer zu bestehen und auch den großen Schatz zu holen, der in dem Schloss sein soll. Und die wiedergekommen sind, die haben gesagt, das Schloss sei nicht zu finden. Viele aber sind nicht wiedergekommen. Und die mögen es wohl gefunden haben, und von den drei Tieren und der Schlange umgebracht worden sein. Das war dem Prinzen nicht genug. Er wollte, die Amme solle sich nur recht besinnen. Die Prinzessin sei gewiss erlöst worden, denn sie sei ja gar nicht einmal schuld an dem Mord, und habe auch den ganzen Tag an dem Brunnen geweint. Die Amme aber sagte, wenn die Prinzessin durchaus erlöst sein solle, möge er selbst zu dem Abenteuer ausziehen und das Schloss aufsuchen. Sie wisse einmal nicht mehr. So habe es ihr ihre Großmutter erzählt, und die habe es von ihrer Großmutter gehört, und die habe es von ihrer Großmutter gehört gehabt. Es sei eben schon gar lange her. Ja, sagte dann der Prinz gar oft, wenn ich nur wüsste, wo das Schloss ist. Ich wollte die arme Prinzessin erlösen und dann wollte ich sie heiraten. Und die verzauberte Prinzessin blieb ihm immer im Sinn, auch als er größer wurde und als die arme gestorben war. Er war endlich alt genug zum Heiraten und da ließ ihn sein Vater auf Brautfahrt gehen zu anderen Königen, welche schöne Töchter hatten. Da sollte er sich die schönste aussuchen und er sah gar viele. Und es war keine darunter, die nicht gern Ja gesagt hätte. Denn es waren wohl sonst noch Prinzen genug vorhanden, aber so keiner mehr. Aber er erwählte keine von ihnen. Sie mochten so schön sein, wie sie wollten, denn er hatte schon eine im Sinn, die er durchaus haben wollte, obgleich er sie noch nicht gesehen hatte. Und das war die verzauberte Prinzessin. Einmal war er bei einem König, der gab ihm zu Ehren ein Turnierspiel. Denn der König wollte auch, dass er seine Tochter heiraten sollte, und konnte nicht begreifen, dass er sich gar nicht um die schöne Prinzessin bekümmerte, vielmehr schwermütig umherging. Und doch war die Prinzessin wegen ihrer Schönheit weit und breit berühmt, und schaute auch den Prinzen mit ihren dunklen Augen immer so freundlich an, wie sie nur konnte. Um nun seine Schwermut zu verscheuchen, ließ der König das Turnierspiel anstellen. Da kamen viele Prinzen und Ritter und viel Volk, und es wurde tapfer gekämpft. Doch stießen sie nur mit stumpfen Lanzen aufeinander, damit niemand Schaden nehmen sollte, weil es nur ein Spiel war. Das gefiel dem Prinzen gut. Er tummelte sein Ross auf dem Kampfplatz herum und schwang seine schwere Lanze so leicht, als wenn es nur eine Weidengärte wäre. Alle bewunderten ihn, und er stach einen Ritter nach dem anderen vom Pferd herunter. Die Prinzessin hielt schon den silbernen Lorbeerkranz bereit, mit welchem der Sieger gekrönt werden sollte, und sie dachte, dabei werde er sie doch endlich hübsch anschauen. Und mit den Pfeilen, die aus dem Glanz ihrer Augen strahlten, werde der Sieger wohl besiegt werden. Auf dem Kampfplatz war endlich nur noch ein kleiner zierlicher Ritter übrig. Der ritt auf einem ganz schwarzen, schlanken Pferd und war der furchtbaren Lanze des Prinzen noch immer entgangen. Auf seinem Schild war eine Wasserlilie gemalt und auf dem Helm trug er ein Kranz von Schilf geflochten. Der Prinz hatte ihn seiner Kleinheit wegen verachtet. Als er aber allein noch übrig war, da meinte er, er müsse ihn doch auch von seinem Ross stoßen, wenn auch ein wenig sänftlich, um ihm nicht weh zu tun. Aber er konnte den Ritter nicht erreichen. Der wusste sein Ross so hurtig zu drehen und zu schwenken, bald zur Rechten und bald zur Linken, dass alle seine Mühe vergebens war. Und dabei sah man, dass der Ritter sich gar nicht fürchtete, sondern recht seine Lust an dem gefährlichen Spiel hatte. Der Prinz wurde hitzig und spornte sein Ross noch mehr an. Auf einmal hielt der Ritter gerade dem Prinzen gegenüber sein Pferd an und wich ihm nicht mehr aus, als er wild mit eingelegter Lanze heransprengte. Das Ross stand wie eine Mauer. Und der kleine saß darauf wie eine Bildsäule und hielt nur den Schild vor. Und alsbald prallte die Lanze des Prinzen dagegen mit einem furchtbaren Stoß. Alle, die zusahen, schrien laut auf, denn sie dachten nicht anders, als dass der kleine Mann mitsamt seinem Rösslein niedergerannt werden und Arm und Bein brechen würde. Aber siehe da. Die gewaltige Lanze zerbrach von dem Stoß in tausend Stücke, dass sie hoch in die Luft flogen, der Ritter aber saß so fest und so ruhig, als wäre nur eine Feder vom Wind an sein Schild geweht worden. Da entstand ein allgemeines Jubeln, und der Prinz selbst bewunderte die Kraft seines kleinen Gegners, schwenkte sein Ross und ritt auf ihn zu, und sagte ihm, dass er der beste Ritter sei, der ihm noch vorgekommen wäre. Da schlug der Kleine sein Visier zurück, und der Prinz musste noch viel mehr erstaunen, denn er sah ein schneeweißes, wunderschönes Frauengesicht, jung und lieblich und geschmückt mit einem freundlichen Lächeln. Er sah die Erscheinung starr an und neigte sich, wie die Ritter vor edlen Frauen zu tun pflegen. Sie aber nickte ihm zu und sagte, Ritters Lanze, stark und wild, bricht an Wasserweibchens Schild, lüstet dich nach ernsten Taten, Wasserweibchen kann dir raten. Ei, sagte der Prinz. Das ist ein wunderliches Reden. Wer du aber auch sein magst, dein Arm ist stark und dein Angesicht ist lieblich. Und darum will ich gern deinen Rat hören. Denn ernste Taten sind mein Begehr. Da sagte das Wasserweibchen Es liegt ein Schloss im Wald nicht weit, Darinnen schläft die schönste Maid. Sie schläft so lang in Zaubershut, sie wartet auf ihren Ritter gut. Das ist die verzauberte Prinzessin, rief der Prinz, als er diese Worte hörte das Wasserweibchen aber hatte schon sein Ross herumgeworfen und sprengte davon mitten durch das Volk und zum Tor hinaus der prinz besann sich nicht lange setzte seinem tier die sporen ein und jagte ihm nach und draußen ging es querfeld ein und er hatte den könig und die prinzessin und das ganze turnier vergessen er konnte aber die nixe nicht erreichen er sah dass sie ihre Waffen von sich warf und auch ihren Helm und Schild und Harnisch. Und wie sie auf die Erde fielen, flossen sie auseinander und waren Wasser. Sie saß in ihrem grünen Wasserkleid auf ihrem Ross, und der Silberschleier flatterte in der Luft. Er stach seinen Renner, aber er konnte nicht nachkommen. Als es Abend wurde, kamen sie an einen Wald. Da war ein Wasserfall und der Prinz meinte zu sehen, wie die Nixe gerade hineinsprengte in die schäumenden Wasserstrahlen. Er kam auch dahin, aber die Nixe war nicht mehr zu sehen. Nun ließ er sein müdes Tier langsamer an dem Wasser hintraben. Das war ein kleiner Fluss, der schlängelte sich durch den Wald. Nicht lange, so sah er ein Licht und fand die Hütte eines Fischers. Der hatte schon den Hufschlag gehört und kam ihm entgegen und sagte, Endlich, Herr Ritter, ich habe euch schon lange erwartet. Der Prinz fragte, woher er denn erfahren habe, dass er kommen würde. Gestern war ein junger Ritter hier auf einem schwarzen Ross. Der hat es mir gesagt. Der Prinz wunderte sich. Ich kenne den jungen Ritter wohl. Der hat mir heut warm genug gemacht und meinem Ross noch wärmer. Darauf fragte er den Fischer, ob nicht in dem Wald ein altes Schloss wäre. Der Fischer sagte: Ja, es soll einmal eins da gewesen sein und vielleicht ist es noch da. Aber ich habe es noch nicht gesehen, denn ich gehe nicht gar tief in den Wald, wegen der wilden Tiere. Die kann man des Nachts brüllen hören. Das Schloss muß ich finden, sagte der Prinz. Der Fischer aber riet ihm ab und sagte ihm: Der Fischer, der vor ihm da gewesen sei und der ein sehr alter Mann gewesen, der habe von dem Fischer vor ihm erzählen gehört, daß vor Zeiten viele tapfere Ritter in den Wald gekommen seien, um das Schloss zu suchen und den Schatz zu holen, der darin sein solle. Das Schloss sei aber verzaubert gewesen, und die Ritter seien alle von den wilden Tieren zerrissen worden. Der Prinz sagte, es könne einmal nicht anders sein, er müsse das Abenteuer bestehen, denn es sei eine Prinzessin da, die verwandle sich um Mitternacht in ein weißes Reh, und bei Tage lege sie im Zauberschlaf. Die wolle er erlösen, und das sei gerade so etwas für einen wackeren Rittersmann. Wie der Fischer von dem Reh hörte, sagte er Hm, das trifft ja gar wunderbar zusammen. Wenn ich so zuweilen im Mondschein mein Netz in das Wasser tu, dann geschieht es wohl, dass ein weißes Rehlein am Ufer spaziert und mir zuschaut. Ich habe mich schon oft über das Tierchen gefreut. Das hörte der Prinz mit Freuden und war guter Dinge und wartete noch eine gute Weile, bis er dachte, dass bald Mitternacht wäre, und ging dann hinaus und schaute umher. Es war heller Mondschein, und es dauerte auch nicht lange, da kam ein weißes Tierchen aus dem Wald hervor. Es sprang zierlich über den grünen Rasen bis an das Wasser und trank einen langen Zug. Der Prinz sah, dass es ein Reh war wie er aber darauf zuging hüpfte es fort unter die bäume blieb aber da wieder stehen und schaute nach ihm um der prinz sattelte eilig sein roß um das hurtige tierchen besser verfolgen zu können und nahm das größte netz mit welches der fischer hatte um damit das reh fangen zu können ohne ihm weh zu tun der fischer sagte das netz werdet ihr gar wohl gebrauchen können aber es ist nicht für das Rehlein, das ist viel zu geschwind. Der Prinz sprengte gegen den Wald. Da hörte er den Fischer rufen Fahr hin, fahr hin, du junges Blut. Das Netz ist für die Schlange gut. Der Prinz sah sich um und sah, wie die Fischerhütte in das Schilf hinabsank. Und statt des Fischers stand das Wasserweibchen da. In seinem grünen Gewand und mit seinem Silberschleier, und es versank langsam in die spielenden Wellen. Ei, dachte der Prinz, das war schon wieder das Wasserweibchen, und wenn es mir noch weiter bei dem Abenteuer hilft, dann wird es mir wohl gelingen, die Prinzessin zu erlösen. Er ritt wohlgemut in den Wald, und das weiße Reh ließ sich alsbald wieder sehen. Er nahm das Netz in die Hand und spornte sein Ross. Doch konnte er nicht gar schnell vorwärts kommen, denn obgleich heller Mondschein war, so war es doch unter den Bäumen dunkel genug. Das Reh beeilte sich aber auch nicht, und wenn er zurückblieb, wartete es auf ihn und zeigte ihm ordentlich den Weg, denn er sah immer das weiße Fell zwischen dem dunklen Laub schimmern. Auf einmal aber verschwand das Reh in dem Dickicht, und ein großer Wolf sprang hervor. Das Pferd bäumte sich, und der Wolf packte es mit seinen scharfen Zähnen. Der Prinz riss sein Schwert heraus, und alsbald hatte der Wolf einen Hieb in der linken Vordertatze, das er heulend von dem edlen Pferd abließ und in den Wald davonhängte. Das ist der eine, dachte der Prinz. Er hatte aber kaum Zeit dazu, denn mit wildem Gebrüll kam ein Bär heran. Da ließ sich das Pferd nicht mehr lenken und nahm Reis aus. Der Prinz sprang herunter und ließ es laufen und ging dem Bären ohne Furcht entgegen. Der kam mit offenem Rachen heran. Wie er aber gerade vor ihm war, da sprang der Prinz hinter einen Baum, lief um den Baum herum, und kam hinter den Bär und versetzte ihm einen gewaltigen Hieb in das rechte Hinterbein. Da hatte der Bär auch seinen Teil und hinkte brüllend in den Wald. Das ist der zweite, dachte der Prinz. Nun muß der Löwe kommen. Der ließ sich auch nicht lange erwarten. Er kam mit großen Sprüngen heran, und seine Augen funkelten. Der Prinz hielt ihm seinen Schild entgegen, und der Löwe packte den Schild mit seinen gewaltigen Tatzen und riss daran, und öffnete seinen Rachen. Der war so groß, dass er dem Ritter den ganzen Kopf mit samt dem Helm auf einmal hätte abbeißen können. Der Prinz aber war auf seiner Hut, er streckte den Arm aus, dass der Löwe nicht gleich an ihn konnte. Und mit aller Kraft gab er dem Untier einen Hieb auf den Kopf, dass ihm das Blut über die funkelnden Augen lief und er nicht mehr sehen konnte. Da heulte er vor Wut und machte sich fort, ehe ihm der Prinz noch einen zweiten Hieb versetzen konnte. Das war der dritte, dachte der tapfere Prinz, wischte sich den Schweiß ab und ging mutig voran. Es kam kein Tier mehr, aber das Gestrüpp wurde immer dicker unter den Bäumen. Es war lauter Dornengebüsch und so verwachsen, dass der Prinz sich seinen Weg mit dem Schwert hauen musste. Er konnte daher nur langsam vorwärts kommen und arbeitete bis an den Tag, ohne das Schloss zu erreichen. Das war aber ein Glück für ihn, denn wenn er bei Nacht angekommen wäre, dann hätte er die Schlange vor dem Tor gefunden und es würde ihm übel ergangen sein. Als es nun Tag geworden war, da ruhte er ein wenig aus und fing dann die Arbeit wieder an. Da hatte er noch genug zu tun, denn es war ein sehr wilder Wald. In der Höhe waren die uralten Bäume mit ihren knorrigen Ästen so ineinander gewachsen, dass es war wie ein Dach über den ganzen Wald hin. Unten aber drängten sich die Wurzeln einander aus der Erde heraus und wurden Zweige, und die rankten sich mit wildem Dornengestrüpp zusammen, dass der Wald ordentlich durchflochten war und auch das kleinste Vöglein nicht hätte durchfliegen können. Das wuchernde Strauchwerk war gar nicht mehr auseinanderzubringen, es musste alles zerhauen werden, der Ritter aber ermüdete nicht, er hatte einen starken Arm, und endlich fand er Gestein und Trümmer und kam dann an das Schloss. Es lag ganz eingewachsen von allen Seiten, und wie in einem Nest von Bäumen und Büschen. Es war zerfallen und verwüstet. Die Mauern ragten hoch empor, aber sie waren geborsten. Und aus den Spalten wuchsen Bäume hervor, die mit ihren knotigen Wurzeln die Steine und Fensterbögen umklammert hielten. Das breite Gemäuer war ganz bedeckt von wucherndem Efeu und weichem, langhaarigen Moos, und die Ranken hingen wie natürliche Vorhänge vor den hohen Fenstern. Der Prinz arbeitete sich an der Mauer entlang, bis er das Tor fand. Da ging er hinein und kam in einen großen, öden Hof, wo zerstückeltes Mauerwerk umherlag und viele verwitterte Gebeine und Totenschädel, und er dachte, dass es die Überreste von den Rittern sein möchten, die vor Zeiten hätten die Prinzessin befreien wollen. In der Mitte des Hofes war auch der Brunnen, tief und dunkel. Der Prinz warf einen Stein hinein, und es dauerte lange, bis er das dumpfe Aufrauschen des Wassers hörte. Rund um den Hof her stand das Schloss als eine wüste Ruine. Die Türme waren niedergestürzt, nur von dem einen ragte noch ein Teil empor. Und da konnte man in die Gemächer sehen, wie sie übereinander lagen. Denn der Turm war von oben bis unten zerrissen, und die eine Hälfte war in Trümmer gefallen. Die Gebäude, die an den Turm stießen, waren noch etwas mehr erhalten. Und der Prinz stieg eine verfallene Treppe hinauf und fand im Inneren wieder eine Treppe und kam oben in die Gemächer. Ein Dach war nicht mehr da. Er konnte überall in den blauen Himmel hinaufsehen und der Fußboden war bedeckt mit Steinen und Schutt, und nur hier und da sah er noch ein verfaultes Stück von dem Teppich, womit er ehemals belegt gewesen war. Im ersten Gemach fand er ein zerbrochenes Bett, und da lag ein Ritter darin und schlief. An der Wand hing eine verrostete Rüstung, und vor dem Bett lag eine Wolfshaut. Der Prinz fühlte sie an und sie war ganz warm. Der schlafende Ritter aber hatte den Arm verbunden und an der Binde war frisches Blut. In dem zweiten Gemach fand er wieder einen Ritter in tiefem Schlaf und da lag an dem Bett eine Bärenhaut und der Ritter hatte das rechte Bein verbunden. Der Prinz kam in ein drittes Gemach, da lag wieder einer. Er hatte den Kopf verbunden und eine Löwenhaut lag vor dem Bett. Mit den drei Rittern hab ich's vorige Nacht zu tun gehabt, dachte der Prinz und ging weiter. Er kam in einen großen Raum. Das musste vor Zeiten ein schöner Saal gewesen sein. Da lag eine alte Frau seitwärts in einem verfaulten Bett über dem noch einige Fetzen von Vorhängen zu sehen waren. Die Frau war auch in tiefem Schlaf und hatte eine Krone auf dem Kopf. Vor ihrem Bett aber lag eine große Schlangenhaut, ganz feucht und frisch. Mitten in dem Saal aber, da lag auf dem Schutt die Prinzessin in ihrem Zauberschlaf. Und vor ihr lag das weiße Rehfell. Und das war auch noch ganz warm. Dem Prinzen klopfte das Herz, als er sie sah, denn sie war noch viel, viel schöner, als er sie sich hatte denken können. Sie lag mit ihrem Haupt auf einem Stein, sanft niedergeneigt, und hatte den einen schneeweißen Arm leicht über ihr Haupt geschwungen. Der andere lag sanft gebogen an ihrer Brust. Und die kleine, feine Hand hing zierlich herab. Dunkelbraune Locken flossen an ihrer Wange her und dienten ihr als Kissen auf dem harten Stein. Der Prinz kniete bei ihr nieder. Er hörte das tiefe Atmen ihrer Brust. Er sah, wie das Gewand sich hob und senkte. Sah, dass sie lebte in ihrer blühenden, jugendlichen Schönheit. Aber er wagte nicht, den Samt ihrer Wange zu berühren, nicht ihre warme weiße Hand. Wie lange mochte sie so daliegen, in Schlaf versenkt? Wie lange, ohne Gefühl für das Vergehen der Zeit, für den Hauch der Luft, der durch die offenen Wände spielte, der oft stürmend ihr Haar zerzauste, für den kalten Regen, der oft frei über sie niederströmte? Der Prinz konnte sich von dem lieblichen Anblick lange nicht trennen. Er saß den ganzen Tag vor ihr und schaute sie an und meinte immer, sie müsse erwachen, müsse mit freundlichen Augen seine Blicke erwidern. Aber sie lag ja im Zauberschlaf und er wusste nicht, wie er sie erlösen konnte. Er beschloss, bis Mitternacht zu warten, und zu sehen, wie die Prinzessin erwachen und in das Rehfeld schlüpfen würde. Er fürchtete die drei Ritter nicht, weil sie verwundet waren. Er wollte auch die Schlangenhaut zerhauen, aber er besann sich und wollte die Königin nicht verwunden, weil sie doch schon genug gebüßt hatte. Er nahm das Netz und tat die Schlangenhaut hinein so dass nur der Kopf herauskam, damit die Königin um Mitternacht hineinkriechen konnte. Sein Schwert aber stieß er tief in den Schutt und machte das Netz an dem Schwertgriff fest. Darauf kehrte er wieder zur Prinzessin zurück und weidete sich an ihrer Schönheit. Weil er aber sehr müde war, fielen ihm nach und nach die Augen zu und er versank in einen tiefen Schlaf und schlief bis in die Nacht. Er erwachte von einem großen Geräusch. Der Mond schien hell in die Gemächer herein. Die Prinzessin war fort, die lief schon als weißes Reh in dem Wald herum. In den Nebengemächern heulten und brüllten die drei Tiere, denn ihre Wunden taten ihnen weh. Am Boden in dem Saal aber wälzte sich zischend und giftspeiend die furchtbare Schlange, die, zum Glück, in dem Netz gefangen war und an dem Schwert festhing. Der Prinz fing an, mit der Schlange zu sprechen, aber sie konnte nur zischen. Er ging auch zu den drei Tieren und sprach sie an, aber sie konnten nur brüllen und heulen und sahen ihn mit Wut an. Er konnte also nur warten, bis das Reh wiederkäme. Das dauerte aber die ganze Nacht, und die Tiere blieben immer am Brüllen und Heulen, und die Schlange am Zischen, und immer wilder wälzte sie sich umher und zerrte an dem Netz. Endlich kam die Morgendämmerung. Da fielen die Tierhäute ab, und die Ritter hoben sich daraus hervor, und sanken alsbald wieder auf ihre Lager hin, in tiefen Schlaf. Das Netz aber hatte sich durch das Wälzen und Zerren fest zusammengezogen. Die Königin konnte nicht heraus, weil sie so schnell einschlief, als die Haut von ihr abfiel, und sie lag bei ihrer Haut in dem Netz. Nun kam auch das Reh eilig herangehüpft, und der Prinz sprang darauf zu und umfing es mit seinen Armen. Aber das half ihm nichts. Denn gar leicht schlüpfte die Prinzessin heraus, und er behielt nur das Fell in der Hand. Sie sank nieder. Sie hielt ihre Augen aber mit Gewalt offen und sah ihn an, und Freude drückte sich in ihren Zügen aus. Und im Niedersinken sprach sie schnell: „Verbrennen musst du das weiße Fell. Darauf stürz mich in. Mehr konnte sie nicht sagen." Denn der Schlaf bezwang sie und schloss ihre Augen und Lippen, die nur noch ein Weilchen zuckten, als hätten sie noch viel sagen wollen. Da lag sie wieder, wie der Prinz sie tags vorher gefunden hatte. Und er musste bis zur nächsten Nacht warten, wenn sie dann wieder das Fell abstreifen und ihm weiter würde sagen können, was er tun sollte. Und der Tag würde ihm nicht lang geworden sein, wenn er nicht angefangen hätte, großen Hunger und Durst zu verspüren. Er ging um die Mittagszeit an den Brunnen hinunter, um zu sehen, ob er vielleicht da einen alten Eimer fände und eine Kette oder ein Seil, um Wasser aus der Tiefe zu schöpfen. Das war aber nicht nötig, denn neben dem Brunnen stand ein kleines Tischchen, fein gedeckt, und mit leckeren Speisen darauf und auch einem Krug frischen Wassers. Er zweifelte nicht, dass die Wasserfee ihm das gute Essen zubereitet habe, und stärkte sich auf das Beste. Weil sie so viel für mich tut, dachte er, so wird sie wohl selber der Meinung sein, dass der Zauber endlich lang genug gedauert habe, und so wird mir die Erlösung wohl gelingen, und die Prinzessin wird mir sagen, wie ich es anfangen soll. Er stieg nachher wieder in den Saal hinauf und setzte sich wieder zu ihr. Gegen Abend aber schlief er wieder ein, und es ging wie das erste Mal, denn er wurde wieder wach von dem Brüllen der Tiere und dem Zappeln und Zischen der Schlange, und die Prinzessin war wieder fort. Er wartete also bis zum Morgen. Da ging wieder die Verwandlung vor sich, und das Reh kam heran, und die Prinzessin schlüpfte aus dem Fell heraus und sah ihn an und sprach den Brunnen, schnell. In der ersten Stunde dann. Da war sie schon wieder eingeschlafen. Aha, dachte der Prinz, indem er die Worte zusammensetzte mit denen, welcher sie in der vorigen Nacht gesagt hatte. Ich soll das weiße Fell verbrennen und soll sie dann in den Brunnen stürzen. Das ist leichte Arbeit. Erst aber will ich hören, was sie sonst noch zu sagen hat. Und wenn ich sie nur ansehen kann, soll mir die Zeit nicht lang werden. Da saß er wieder in Geduld und freute sich an dem Anblick. Und um die Mittagszeit fand er auch wieder sein Tischchen an dem Brunnen gedeckt und stillte seinen Hunger. Und dankte der Wasserfee mit lauten Worten, in der Meinung, dass sie wohl in dem Brunnen verborgen sein und ihn hören würde. Nachher setzte er sich wieder neben die Schlafende und wagte es auch, ihr die dunklen Locken, die über ihr Gesicht gefallen waren, auf die Seite zu schieben, um die lieblichen Züge besser sehen zu können. Gegen Abend aber schlief er wieder ein und erwachte erst wieder spät in der Nacht und wartete, bis mit dem anbrechenden Morgen das Reh kam und die Prinzessin herausschlüpfte. Und diesmal sagte sie in großer Hast, »Bin ich dein, in der zweiten, dann muss ich geschieden sein, in der dritten, ich komme in Blumenpracht, doch...« Schon wieder vergingen ihr die Worte, und sie sank auf den Stein mit ihrem lockigen Haupt und schlief ein. »Ei«, dachte der Prinz, wenn also das Fell verbrannt ist, dann muss ich sie gleich in der ersten Stunde in den Brunnen stürzen und dann wird sie mein. Nun, die Wasserfee wird wohl dafür sorgen, dass sie dabei keinen Schaden nimmt. Aber ich bin neugierig zu hören, was sie sonst noch zu sagen hat. So wartete er wieder den ganzen Tag, sah auch nach, ob das Netz noch recht fest wäre an dem Schwert und besah die Wunden der drei schlafenden Ritter. Die Heilung aber war noch nicht so weit fortgeschritten, dass er nötig hatte, sich zu fürchten. Darauf ging es wieder wie in den vorhergehenden Nächten. Er schlief ein, und die Prinzessin glitt in die Rehhaut, als Mitternacht war, und lief in den Wald, und kam am Morgen zurück, und verwandelte sich wieder, und sah ihn mit ihren großen Augen an und sprach: Wach ich auf um Mitternacht! Kann ich mein Fell nicht finden, versink ich. Da fielen ihr die Augen zu, und der Zauberschlaf kam über sie. Und sie war wieder nicht fertig geworden. Der Prinz musste noch einen Tag und noch eine Nacht warten. Aber das machte ihm keine Langeweile, und er dachte auch, sie hat so lange geschlafen, dass es ihr auf ein paar Tage nicht mehr ankommen wird. Endlich in der fünften Nacht wo wieder alles gegangen war wie in den anderen Nächten, da sagte die Prinzessin während der Verwandlung In der Todesnacht, mein Leib, der muß verschwinden. Das soll nimmer geschehen, dachte der Prinz. Du sollst gerettet sein und zu frischem Leben erwachen, und ich will dich heimführen als meine liebe Braut. Er wagte aber noch nicht, das Feld zu verbrennen. Er wollte erst erfahren, ob die Prinzessin nicht noch etwas zu sagen hätte. Und darum wartete er bis in die sechste Nacht. Und da ging wieder alles wie vorher. Und die Prinzessin fing auch wieder an zu sprechen. Aber diesmal sagte sie nichts Neues, sondern fing ihren Spruch wieder von vorne an: Verbrennen muß das weiße Fell. Drauf stürz mich in den Brunnen, schnell. Der Prinz wusste nun zwar alles noch recht gut, was sie gesagt hatte, aber er dachte, es wäre besser, es noch einmal zu hören, wenn etwa die Prinzessin sich das erste Mal versprochen haben sollte. Er hielt also noch einmal fünf Tage und fünf Nächte aus, und die Prinzessin wiederholte alle ihre Worte, und es waren ganz dieselben Worte. Verbrennen muß das weiße Fell stürz mich in den Brunnen schnell. In der ersten Stund, dann bin ich dein. In der zweiten, dann muss geschieden sein. In der dritten, ich komm in Blumenpracht. Doch wach ich auf um Mitternacht. Kann ich mein Fell nicht finden. Versink ich in des Todes Nacht. Mein Leib, der muss verschwinden. Nun wusste der Prinz, was er zu tun hatte. Er ging in den Wald und sammelte trockenes Holz und machte auf dem Hof einen Scheiterhaufen. Er hatte aber kein Feuer und wusste nicht, wie er es bekommen sollte. Er dachte, am anderen Morgen würde die Prinzessin es ihm vielleicht während der Verwandlung sagen, und er setzte sich wieder neben sie und betrachtete ihre Schönheit. Als es aber Abend geworden war, und seine Augen schon wieder zufallen wollten, sah er einen hellen Schimmer an der Wand. Der kam von dem Scheiterhaufen, der war am Brennen. Das hatte gewiss die Wasserfee getan. Eilig raffte der Prinz das weiße Rehfell auf und nahm auch die Schlangenhaut aus dem Netz und die drei Tierhäute und ging hinunter auf den Hof und warf alles ins Feuer. Da schlugen die Flammen hoch empor, und es gab einen abscheulichen Geruch. Es war gerade neun Uhr und waren noch drei Stunden bis Mitternacht. Dann musste die Prinzessin erwachen, und wenn sie ihr Fell nicht fand und sich nicht mehr verwandeln konnte, musste sie sterben. Der Prinz wollte daher keine Zeit verlieren, sondern sie geschwind in den Brunnen stürzen, wie sie von ihm verlangt hatte. Indem er die Treppe hinaufstieg, um sie zu holen, schauerte ihn jedoch bei dem Gedanken, dass er sie in den tiefen, düsteren Brunnen hineinwerfen sollte. Aber er dachte, es muß ja sein, und sie selbst hat es begehrt. Gar lieblich lag sie von Mondstrahlen umschimmert, als er wieder zu ihr kam, und er fühlte eine große Scheu, sie anzufassen. Endlich nahm er ihre Hand. Sanft und warm fühlte er sie in der seinigen. Dann hob er langsam ihr Haupt auf mit zitternden Händen. Sie atmete ruhig in ihrem tiefen Schlaf und wusste von nichts. Nun nahm er sie in seine Arme und trug sie. Und von selbst fiel ihr weißer Arm um seine Schulter und umschlang ihn. Mit ihrer Wange sank sie an seine Stirn. Er fühlte ihren warmen Atem. Ach, dachte er. So wollte ich sie am liebsten in meinen Armen wegtragen durch den Wald und bis in meines Vaters Schloss und sagen: Da bringe ich meine holdselige Braut. Aber sie muss ja in den Brunnen hinab. Sonst stirbt sie um Mitternacht und zerfällt in Staub. Das sollen meine Augen nimmer mehr sehen. Gar vorsichtig trug er sie und fühlte bei jedem Tritt auf der zerfallenen Treppe, ob sein Fuß auch sicher stand und kam mit ihr an den Brunnen. Da hätte er nun am besten getan, die Augen zuzumachen und die Prinzessin alsbald hineinzuwerfen in die Tiefe, ohne sich lange zu besinnen. Dann wäre es getan gewesen aber er sah erst noch einmal recht in den Brunnen hinein, und der war so tief und so dunkel, und es kam ein so feuchter Dunst heraus, dass er die Schlafende, die schon halb über den Rand des Brunnens war, eilig wieder zurückzog und sanft neben den Brunnen hinlegte. Es war ihm auf einmal gar bange zumute, als wäre es nicht möglich, sie in den gastigen kalten Brunnen hinabzustürzen als könne es gar nicht sein, dass sie dadurch erlöst würde und dass sie vielmehr durch seine Hand einen schrecklichen Tod finden müsste. Er dachte daran, was ihm seine Amme erzählt hatte, wie die Königin und die drei Prinzen die andere Prinzessin hinabgeworfen hatten, und wie sie in der Tiefe das Rauschen des Wassers von dem schweren Fall gehört hatten. Er stand in Angst und Zagen und mit klopfendem Herzen, und schaute bald wieder hinab in den Brunnen und bald wieder sah er die liebliche Gestalt an. Der Mond schien so hell herab. Es war so still umher, so still. Er hörte ihren Atem im Schlaf und sein Herz klopfen. Und da sollte er die schreckliche Tat vollbringen. Endlich wollte er sich Mut machen. Das Fell ist einmal verbrannt, dachte er. Nun muss das andere auch geschehen. Und es muss in der ersten Stunde geschehen, wenn sie mein Eigen werden soll. Wenn ich bis zur zweiten Stunde warte, dann wird sie zwar erlöst sein, aber sie wird von mir geschieden sein. Das kann ich nimmer mehr ertragen. Er hob die Schlafende wieder auf. Er legte sie auf den Rand des Brunnens. Er brauchte sie nur loszulassen, so fiel sie hinab. Aber da sah er ihr in das stille, liebliche Angesicht. Das war so schön im Mondschein. Er fühlte den Hauch ihres Mundes. Er konnte nicht loslassen. Sie wurde schwer in seinen Armen, als zöge es sie hinab. Da hielt er sie krampfhaft mit seinen Händen fest und zog sie hastig zurück und legte sie wieder sanft nieder. Nimmermehr kann ich es tun. Oh, wenn sie nur reden könnte. Wenn sie nur noch einmal mir sagen könnte, tu es, dann bin ich dein. Dann vielleicht würde ich es vollbringen können. Sie schläft so sanft und lieblich und in ihrem Schlaf soll ich sie in den schrecklichen Abgrund hinabstürzen? Falsches Wasserweib. Warum hast du mir eine solche Tat auferlegt? Warum nicht blutigen Kampf mit Riesen und Ungeheuern? Sie sollten die Gewalt meines Schwertes erfahren. Aber wie kann ich diese liebliche Gestalt, das Schönste, was auf der Welt ist, wie kann ich sie wegschleudern in die schauerliche, moderhauchende Tiefe? So sprach er und konnte den Entschluss nicht fassen. Er ging mit schallenden Tritten auf dem Hof umher. Er warf noch einmal einen Stein in den Brunnen, die Tiefe desselben zu prüfen. Und lange dauerte es, bis er das dumpfe Rauschen des Wassers hörte. Und wieder beugte er sich über die Prinzessin. Und jetzt küßte er sanft ihren warmen Mund und sagte, Verzeih mir, verzeih mir, aber ich kann die schreckliche Tat nicht tun. Und so zögerte er. Der Mond stieg höher und höher, und endlich da war die erste Stunde verflossen. Er wußte es an dem Weg des Mondes, und er wusste, dass er die schöne Braut durch sein Zögern verloren hatte. Die Tränen brachen aus seinen Augen. Wiederum ließ er dann eine Stunde vergehen. Wenn ich es jetzt tue, dachte er, während der zweiten Stunde, so wird sie von mir geschieden leben. Soll ich solche Qual erdulden? Er wartete, bis die dritte Stunde kam. Da begann in ihm von neuem ein schwerer Kampf. Jetzt muß es geschehen, dachte er. Dann kommt sie in Blumenpracht und wird glücklich sein, wenn ich auch mein Leben lang trauern muß. Aber wenn er seine Arme erheben wollte, waren sie schwer wie Blei. Er saß neben ihr in Kummer versenkt. Er dachte, wie sie nun vielleicht erwacht mit holden Augen ihn ansehen und lächelnd mit ihm reden könnte, wenn er es gleich getan hätte. Er schlug mit geballter Faust an seine Stirn. Denn das konnte er nicht mehr erlangen. Es war zu spät. Es war schon tief in der dritten Stunde. Der Mond stand fast senkrecht über ihm. Es musste bald Mitternacht sein. Da raffte er sich auf. Soll sie denn versinken in Todesnacht? Soll ihr holdseliger Leib verschwinden in Moder und Kraus? Werde ich es ertragen können, zu sehen, wie sie um Mitternacht erwacht und umhersucht nach ihrem weißen Rehfell und es nicht finden kann, und wie sie dann elendiglich stirbt vor meinen Augen? Da ist es für wahr ebenso gut, ich werfe sie in den Brunnen. Und er ergriff sie gewaltsam mit kräftigen Armen und hob sie empor und hielt seine Augen fest verschlossen. Und da war es geschehen. Es war in der letzten Minute vor Mitternacht. Noch wenige Augenblicke und es wäre zu spät gewesen. Indem aber die schöne Last aus seinen Armen hinabglitt in die Tiefe des Brunnens, öffneten sich seine Augen unwillkürlich begierig, ihr nachzustarren. Und Entsetzen war in seinem bleichen Gesicht. Aber siehe da, sie fiel nicht, sie schwebte leicht hinunter. Und alsbald drang aus der Tiefe eine Fülle strahlenden Lichtes. Und da sah er, dass der Brunnen in der Tiefe gar nicht von Mauern umschlossen war. Die Helle dehnte sich aus, weit, nach allen Seiten, und ein prächtiger Garten war vor seinen Augen. Gerade hinab aber unter dem Brunnen war ein klares blaues Wasser, und Wasserfeen schwammen darauf umher und hielten ein silbernes Netz ausgespannt. Rundum an dem Rand des Wassers blühten unzählige Blumen in tausendfacher Farbenpracht, und die Schlafende sank in das silberne Netz und die Wasserfeen trugen sie an das Ufer. Und da erwachte sie und stand in den Blumen und schaute mit ihren großen Augen verwundert umher. Andere Wasserfeen führten ein anderes wunderschönes Mädchen heran. Das war ihre Stiefschwester. Und beide sahen sich und fielen einander in die Arme. Dann aber schauten alle empor die Wasserfeen und die zwei Prinzessinnen, und alle nickten ihm zu und grüßten mit den Händen, als wollten sie ihm danken. Sie aber, die er erlöst hatte, hob beide Arme zu ihm auf. Da schwang er sich auf den Rand des Brunnens und rief Ich komme! und wollte hinabspringen, obgleich es sehr tief war, aber es war gerade zu spät, denn augenblicklich verschwand das Licht, und oben stürzten die Wände des Brunnens zusammen, und er füllte sich mit Schutt und Gestein, und der arme Prinz fiel auf den Schutt hin. Aber das wußte er nicht, denn er hatte die Besinnung verloren und lag ohnmächtig lange Zeit. Es war heller Tag, als er wieder zu sich kam. Er stand auf und besann sich. Er sah den Brunnen verschüttet, und ein tiefer Seufzer drang aus seiner Brust. Ich habe sie verloren, rief er aus und bedeckte sein Gesicht mit den Händen, als schämte er sich wegen seiner Zaghaftigkeit. Du hast sie verloren sagte eine Stimme hinter ihm. »Aber sie ist gerettet und wird Leben in Blumenpracht.« Er schaute sich um. Da stand die Wasserfee, so blass und durchsichtig, dass er sie kaum sehen konnte. »Ziehe getröstet von Dannen«, sprach sie weiter. »Sie wird deiner gedenken und dich beschirmen auf allen deinen Wegen.« damit zerfloß die Wasserfee. Er stand noch lange da. Dann stieg er noch einmal in die zerfallenen Gemächer hinauf. Da fand er die drei Prinzen nicht mehr. Es lagen drei Gerippe da, schrecklich zu sehen. Und in dem Netz lag das Gerippe der Königin. Die goldene Krone war noch auf dem kahlen Schädel. Traurig in seinem Herzen, arbeitete der Prinz sich wieder mit seinem Schwert durch den Wald. Am anderen Tag fand er sein Pferd. Das war am Grasen auf einer Wiese und sprang ihm wiehernd entgegen. Er stieg auf sein Pferd und ritt langsam fort, immer das Haupt gesenkt, und ließ es gehen, wohin es wollte. So kam er endlich wieder zu seinem Vater. Man sagt, er wäre bald darauf noch einmal nach dem Waldschloss ausgeritten, mit vielen Leuten, die Werkzeug mitnehmen mussten, um in die Erde zu graben. Und da hätte er in den unterirdischen Garten hineingraben wollen. Aber das Schloss sei nicht mehr zu finden gewesen. Ja, warum hatte er sie nicht in der ersten Stunde in den Brunnen geworfen? Da wäre sie seine Königin geworden, und sie hätten in Freuden miteinander gelebt.